Hallo, liebe Freunde auf Instagram, liebe YouTuber, liebe AFSerinnen und AFSer. Wir sind bei der dritten Folge von Frag die Alumni und neben mir sitzt Barbara. Barbara betreut Gasteltern in Hamburg und zwar schon seit 4 Jahren. Sie ist bei Home-Interviews dabei, sie ist Ansprechpartnerin über das Jahr und wird darüber gleich mit uns sprechen. Vorher möchte ich einmal ganz kurz noch unseren Verein vorstellen. Wir sind AFS. Wofür steht das eigentlich? AFS, American Field Service. Das ist ursprünglich sind wir von freiwilligen Sanitätswagenfahrern gegründete Organisation 1914. Also uns gibt es schon wirklich lange. Seit 70 Jahren machen wir die Schüleraustausche hier in Deutschland und wir sind eine gemeinnützige Jugendaustauschorganisation. Auch das wird gleich noch Thema sein, nämlich wenn es darum geht, wie du überhaupt auf AFS aufmerksam geworden bist. Wir bieten Schüleraustausche an, Kurzzeitprogramme, wir haben Freiwilligendienste, also die dann 18 plus sind und eben das Gastfamilienprogramm, wo Schüler aus der ganzen Welt nach Deutschland kommen und in Gastfamilien leben für ein Jahr und in Schule gehen oder auch für ein halbes Jahr. Wir haben 60 ungefähr Länderorganisationen und Partner auf der ganzen Welt, über 50.000 Ehrenamtliche, davon, Barbara, bist du auch eine. Ja. Und genau, wir haben noch ein Tochterunternehmen, auch das sei noch kurz erwähnt, Interkultur, die Seminare und Trainings anbieten zum kulturellen Lernen. Genau, du bist auf uns gestoßen, wie nicht jeder. Paula saß schon hier und Finn saß schon hier, die haben am Programm teilgenommen. Du bist auf unsere Internetseite gekommen und hast dort folgenden Text gelesen. AFS ist eine internationale, unabhängige und gemeinnützige ehrenamtliche Organisation, die interkulturelle Programme durchführt, um Menschen in der Entwicklung ihres Wissens, ihrer Fähigkeiten und ihres Verständnisses zu unterstützen, die erforderlich sind, um eine gerechtere und friedvollere Welt zu schaffen. Langer Satz. Magst du kurz sagen, wie du darauf gekommen bist, auf AFS? Ja. Also ich habe nicht an einem Austausch selber teilgenommen. Ich habe auch keine Kinder, die hätten teilnehmen können. Ich habe unter dem Stichwort interkulturelle Begegnungen nachgeschaut und da war AFS das Erste, was dann auftauchte. Und dann tauchte auch noch YFU auf und ich habe mich informiert und habe gelesen und habe Kontakt aufgenommen und habe dann habe mir Zeit gelassen zu entscheiden und fand dann aber, denn die Einstiegsmöglichkeiten bei AFS sehr mir entgegenkommt. Ich konnte sofort teilnehmen an Home-Interviews und so, um wirklich kennenzulernen, wie arbeitet ihr eigentlich, und habe das dann gut gefunden und dann auch im Bildungsfrühling mitgemacht und dann war ich im Nu mittendrin. Schön, du bist jetzt mittendrin und bist ja auch in der Gastfamilienbetreuung. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, worum ging es eigentlich im letzten Anruf, den du getätigt hast? Mit einer Gastfamilie. Also man muss kurz erklären, ne? Gastfamilienbetreuung heißt, Barbara telefoniert, mailt, kommuniziert mit den Gastfamilien, die gerade in Deutschland sind und hier Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland. Genau, genau. Mhm. Weißt du noch, worum es ging im letzten Gespräch? Ja, das ist gar nicht so lange her, weil die neuen Schüler sind ja jetzt gerade gekommen und dann habe ich meine Neugierde ein wenig gezügelt und habe dann Familien, wo ich dachte, na, mal gucken, wie es denen so geht, angerufen. Und meistens warte ich auch nicht, ob die sich melden, weil Gastfamilien manchmal eher zu lange warten. Und ich finde es ganz gut, mit denen im direkten Austausch zu sein und dann so mögliche Felder, die nicht so einfach sind, schon gleich im Vorfeld zu finden und darüber in Kontakt zu treten und die auch zu beruhigen einfach auch. Weil am Anfang ist es natürlich alles aufregend, ist ein großes Abenteuer für alle Seiten und da ging es, also es ging da zum Beispiel bei dem letzten Telefonat um eine Schülerin, die unglaublich müde war. Die geht nach jedem Abendbrot sofort ins Bett und auch zwischendurch schläft die ganz viel. Und, aber der Gastvater meinte ja, er glaubt selber, dass das eigentlich normal ist, weil es waren wirklich noch nicht mal 2 Wochen. Und habe ihn auch dann sehr darin bestärkt, dass ich das von vielen höre. Also die erste Zeit ist einfach extrem anstrengend. All die Umstellung, die fremde Sprache, die fremden Geflogenheiten und das Klima und so weiter. Also da muss man sich erstmal einfinden und schläft viel. Ja, ich glaube, das kennen auch viele, die von euch vielleicht jetzt gerade aus dem Ausland zuschauen. Genau, im Ausland höre ich auch immer wieder. Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die man macht. Ein Jetlag kommt dazu manchmal, Ganz genau, der bleibt dann auch noch ein bisschen länger. Man muss sich dann erst langsam
eingewöhnen. Mhm. Vielleicht, wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres sozusagen, vielleicht kannst du mal einmal so ein bisschen skizzieren, erzählen, wie so ein Jahr abläuft. Also wie oft bist du in Kontakt mit den Gastfamilien, auf welche Art und Weise? Einfach mal so ein bisschen erklären, wie das als Betreuerin funktioniert. Also ich versuche bei den Home-Interviews möglichst selber dabei zu sein, mit jemand aus der jüngeren Generation vom Komitee. Finde auch immer so gemeinsame Gespräche total fruchtbar, weil wir einfach dann immer gänzlich verschiedene Ansatzpunkte und Blickwinkel haben. Und das vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Ein Home-Interview ist sozusagen das erste Interview, was eine potenzielle Gastfamilie mit AFS führt, wo dann eben Ehrenamtliche in die Familie kommen. Wir gehen auch nach Hause in die Familie. Das gehört mit zur Bewerbung im Grunde. Und ist so der Erstkontakt. Gegenseitiges Kennenlernen. Genau, und das ist eigentlich immer total schön. Alle Seiten sind offen und freuen sich, sind gespannt, haben Fragen und so. Und das ist eine Situation, die ich immer selber auch sehr schön finde. Ja. Und das macht natürlich jegliche telefonischen Kontakte viel leichter, wenn man sich schon mal begegnet ist. Und dann bieten wir im Komitee auch regelmäßige Elternstammtische an, nicht nur für Gasteltern, auch für Entsendeeltern oder also deren Kinder jetzt ins Ausland gehen wollen oder die schon dort sind. Und eben Gasteltern, manchmal kommt das ja auch zusammen, also dass jemand, eine Familie nimmt einen Gastschüler auf, weil Platz ist, weil das eigene Kind gerade im Ausland ist. Dann ist das so gemeinsam und da ist dann auch eine Gelegenheit, sich zu sehen, sich auszutauschen mit den anderen Eltern und eben Fragen ganz unkompliziert hier zu stellen. Das ist ein toller Anlass und ich versuche so ungefähr einmal im Monat Kontakt aufzunehmen zu den Gastfamilien und je nachdem. Ich telefoniere, ich schreibe eine Mail, wie ist es, sollen wir mal telefonieren, wie geht's euch und bleibe so im Kontakt und dann machen wir vom Komitee ja auch Veranstaltungen, also so ein Sommerfest zum Beispiel oder wenn wir es schaffen, auch ein Frühlingsfest und ein Weihnachtsfest, also in der Adventszeit. Und das sind alles so Anlässe, wo ich auch, wenn ich Zeit habe hinzugehen, was ich immer versuche, dann die Gastfamilien auch treffe und dann kann man so ganz ungezwungen einfach mal reden und fragen. Und ich ermuntere natürlich immer, meldet euch, wenn was ist, wenn eine Frage ist, lieber zu früh, also lieber früher als später, weil wenn sich erst was so aufbaut und anstaut, dann ist es oft komplizierter. Ja. Wir haben ja vielleicht so auch ein paar potenzielle oder auch Gastfamilien, die zugucken. Was ich nochmal erwähnen kann, ist, wir haben auf Facebook, also sowas gibt es ja in den Komitees, wird das unterschiedlich gemacht mit den Stammtischen oder unterschiedlichen Veranstaltungsformaten. Es gibt auf Facebook auch eine Gruppe, wo sich Gasteltern austauschen und da sozusagen auch, das ist eigentlich quasi der gleiche Gedanke, ne? Dass man jemanden hat, der die gleiche Erfahrung gerade macht. Ganz und dann kann man sich da austauschen. Ja. Barbara, wir haben im Vorgespräch schon über einige typische Situationen gesprochen, die als Konflikte, also wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, was kann eigentlich so, was passiert eigentlich in der Gastfamilie, die wir gleich mal nacheinander ein bisschen ansprechen wollen. Vorher würde ich dir einmal ein paar Fragen stellen, die aus der Community gekommen sind, die uns Menschen auf Instagram und Facebook oder zugeschickt haben. Und zwar kam eine Frage und die heißt, wenn man mehrere Gastschülerinnen und Schüler hatte, mag man dann eigentlich einen mehr oder weniger? Ja, also ich würde das gar nicht unbedingt mögen nennen. Also kann sein, aber ich denke, jeder Gastschüler, jeder Mensch ist ja unterschiedlich und jede Beziehung ist unterschiedlich. Und das muss nicht heißen, besser oder schlechter. Aber es ist schon sicherlich so von allen, die mir das so erzählt haben, dass mit manchen Gastschülern entsteht einfach ein herzlicher, ungezwungener, lockerer Kontakt, wo die auch hinterher noch ganz viel sich besuchen, fahren und lauter so Sachen und regelmäßig im Kontakt bleiben. Mit anderen ist das distanzierter. Ich habe auch schon gehört, zum Beispiel mit Gastgeschwistern, dass das in der Zeit gar nicht so ganz einfach war. Und als dann der Gastschüler oder Schülerin und die Gastgeschwister dann älter waren, andere Lebensphase, dann ist plötzlich mehr Kontakt entstanden, dann haben die sich plötzlich Jahre später besucht. Also das ist auch was sich verändern kann, aber natürlich ist es unterschiedlich. Und klar, mag man vielleicht auch den einen mehr oder weniger, aber ich sehe das als was Natürliches eigentlich an. In jeder normalen Beziehung auch. Ne? Ich glaube auch, das geht ja
Gastschülerinnen und Schülern mit ihrer Familie dann auch vielleicht magst, den Papa lieber und die Mutter nicht so oder wie auch phasenweise, immer. Phasenweise, mal so, mal so. Ja, oder kann alles das passieren. Ist, ja. Mhm. Noch eine zweite Frage: Wie sollen Gastfamilien damit umgehen, wenn der Austauschschüler statt ein Dorf eine Großstadt erwartet? Also, wenn er nicht, also wenn er eine Großstadt erwartet, er kommt ins Dorf, so ist die Frage richtig gestellt. Das ist jetzt ja nicht unser Problem, wir sitzen hier in Hamburg, aber gut, natürlich gibt es auch in dem Komitee, das du betreust, auch Randgebiete von geht Hamburg. Ja, bis Elmshorn. Hast du da Erfahrungen gesammelt? Ja, also das kann nicht so einfach sein, tatsächlich. Ja. Aber also ich für mich, aus meiner Perspektive, ist das eher so eins von vielen Dingen, die ganz anders sind, als man es erwartet. Also das ist sozusagen der Normalzustand, dass vieles ganz anders ist, als man das erwartet. Und natürlich ist das, wenn man als junger Mensch, als Jugendlicher in so ein Dorf kommt erstmal und dann ist auch die Großstadt eigentlich nah, aber trotzdem irgendwie nicht so nah, ist man vielleicht erstmal enttäuscht. Aber ich würde jedem eigentlich empfehlen, zu gucken, wie ist, also sich auf das sozusagen offen für das zu sein, wo man hinkommt und zu versuchen, die Welt kennenzulernen, in der die Gastfamilie lebt. Also dann kann man, glaube ich, die konstruktivsten Erfahrungen machen. Wenn man sich, natürlich ist man vielleicht enttäuscht und dann würde ich aber empfehlen, dass man die Enttäuschung so eher beiseite stellt, so ein bisschen, oder auch drüber redet. Das, denke ich, ist, wenn das von der Sprache her geht, sehr sinnvoll, dass man das auch ausdrückt und dann können ja auch die von der Familie erzählen, wie die mit dem Thema umgehen. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass nicht Gastgeschwister oder Nachbarkinder, Jugendliche auch nicht in die Stadt wollen und dann kann man gucken, wie man das gemeinsam macht und so. Und auf dem Land oder auf dem Dorf oder so gibt es halt ganz was anderes zu entdecken, was es in der Stadt nicht gibt. Und es ist spannend und ich kann jedem nur empfehlen, sich darauf einzulassen und wirklich das zu versuchen kennenzulernen, wo man eben nun mal landet. Und oft ist es nämlich im Nachhinein gänzlich anders, als man im ersten Moment denkt. Ja, das glaube ich ist auch was eine Erfahrung, die uns jetzt zuschauen, die mal im Ausland waren oder die werden sie auch gemacht haben. Genau. Die hören wir ganz oft. Ja. Ich habe noch mal eine kurze Frage hier an unsere Technik. Läuft denn der Ton jetzt? Ja. Weil hier blinkt es bei mir schon wieder verrückt, aber bei dir auch gut. Ein bisschen dann, blinkt. Wenn es läuft, dann läuft. Wenn es läuft, läuft. Super, alles klar. Perfekt. Dann gehen wir mal von dem Dorf in die Großstadt, aber beziehungsweise zu einem Problem, was ich mir vorstellen kann, was auf dem Dorf auch passieren kann. Und zwar, wie ist das eigentlich mit dem Kontakt zu den Menschen, die vor Ort leben? Also wenn man im Dorf wohnt, dann gibt es ja, man sagt ja weniger, aber die sind meistens irgendwie ein bisschen leichter zu kriegen. In der Großstadt ist alles anonymer. Aber das war so ein Punkt, den wir im Vorgespräch so ein bisschen gefunden haben. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt als Gastschülerin, Schüler hier bist? Wie kommt der Kontakt eigentlich zu deutschen Jugendlichen zustande in der Schule? Weil das natürlich auch was ist, was im Endeffekt die Gastfamilie betrifft. Ne? Also wie der Gastschüler oder die Gastschülerin Freunde findet oder die Kontakte trifft. Also natürlich ist wahrscheinlich erstmal die beste Möglichkeit neben der Familie in der Schule das zu versuchen. Und das ist gar nicht so einfach, weil natürlich die Mitschüler sind auch eingespannt, haben vielleicht gar nicht so viel Zeit, müssen viel lernen oder so oder haben ihre festen Cliquen. Und was in Deutschland da ganz anders ist als in vielen Ländern, in Deutschland muss man sich als Jugendlicher selber um Kontakt bemühen. Ja. Und wenn man schüchtern ist, ist das gar nicht so einfach. Aber wichtig ist, das zu wissen, dass das hier normalerweise so ist, dass man sich da trauen muss und mitgehen oder sagen, hallo, kann ich da auch dabei sein oder sich aktiv einbringen. Wenn man das schafft, hat man es, glaube ich, leichter, als wenn man sich das nicht traut. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Also das macht man nicht am ersten Tag, sondern man guckt erst mal. Und dann ist das auch Glück, Pech, ob man mit Leuten zusammentrifft, zufällig, wo eine Sympathie ist, wo man einen Draht gleich fühlt, wo es dann leichter ist. Hast du da einen Tipp vielleicht, was man als Gastfamilie machen kann, wenn man seinen Gastschüler, seine Gastschülerin unterstützen möchte dabei? Also gibt es da irgendwie so, ich stelle mir jetzt vor, einen Verein vielleicht oder irgendwie eine Möglichkeit, ein Hobby zu... Ja. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man guckt, was macht der Gastschüler gerne oder die Gastschülerin oder wird es gerne mal ausprobieren und so.
Sportverein oder Sport ist immer eine leichte Möglichkeit, weil die eben nicht nur auf Sprache angewiesen ist oder Musik, da was zu machen, was mit Musik zu tun hat. Darüber lernt man ungezwungen andere kennen und eben auch andere junge Leute und kann dann Kontakt knüpfen. Ja. Das ist was, das braucht aber einfach, das braucht Zeit, das braucht Geduld und so ein Dranbleiben. Und also ich glaube, die Gastfamilie kann die Schüler unterstützen, wenn sie mit denen wirklich immer wieder auch darüber redet. Über vieles muss man immer wieder reden. Am Anfang ist man, glaube ich, gar nicht offen, wenn man so in eine fremde Umgebung kommt, sondern ist so viel prasselt auf einen ein, dass man vielleicht auch Ja-Ja sagt und trotzdem ist es irgendwie vorbeigerauscht. Also, dass man vieles mehrfach einfach ansprechen sollte, würde ich empfehlen. Wir sind ja jetzt gerade hier live mit einem Handy auf Instagram und können irgendwie per YouTube alle Menschen erreichen. Das geht ja den Jugendlichen auch so. Die haben ja Skype oder Instagram oder können irgendwie mit ihren Eltern telefonieren, mit den Freunden zu Hause. Mhm. Das ist etwas, was auch ich schon manchmal gehört habe und du wahrscheinlich schon häufiger. Wie geht man damit um, wenn der Gastschüler, die Gastschülerin sich natürlich, wie du sagst, ja auch auf dieses Abenteuer einlassen will, möchte, muss oder darf, aber immer noch den Hang hat, sich ins Heimatland zu orientieren und da gerne kommuniziert. Ja. Ja. Was würdest du dann für einen Tipp geben, wenn man das merkt, oh, mein Gastschüler, meine Gastschülerin ist den ganzen Tag irgendwie am Handy, geht auch gerne in ihr Zimmer und harte Regeln oder Gespräch suchen? Also erstmal Gespräch suchen. Ja. Und auch vielleicht so ein Stück klar machen, dass es das Einleben hier schwerer macht, ganz definitiv, schon allein sprachlich. Wenn man dabei ist, Deutsch zu lernen und redet dann immer wieder mit der Heimatfamilie, also regelmäßig oft, und natürlich meldet man sich von Zeit zu Zeit, völlig klar, kein Thema. Aber wenn man das sehr viel macht, ist es schwerer, im Deutschen da reinzukommen. Und manchmal ist es auch so, hat sich herausgestellt, dass das manchmal gar nicht die Schüler sind, sondern die Heimatfamilien. Also dass die das eigentlich, die sind neugierig, die wollen wissen oder die wollen ihre Sorgen auch erzählen, dass man da auch hellhörig ist, wachsam als Gastfamilie, ob das so ist. Und dann auch das mit dem Schüler so bespricht, dass der seinen Eltern auch sagt, hey, wir machen feste Tage vielleicht, einmal die Woche oder sowas, dass wir dann auch sprechen, ein bisschen ausführlicher. Und dazwischen aber lasst ihr mich da hier mal mich selber zurechtfinden. Also wir haben das Thema auch bei unserem ersten Webinar tatsächlich, kam das Thema auch auf, da ging es um das Thema Heimweh. Ja. Und aus der anderen Perspektive war das auch einer der Tipps, also wenn du Heimweh hast, ist die Familie anrufen, ist eine praktikable Lösung, aber sie wird dich nicht viel weiterbringen, weil du musst dich dann in dem Land irgendwie auseinandersetzen, in dem du gerade bist. Ne? Und das kann eben auch manchmal, ist so ein Telefonat mit zu Hause, bringt einen dann eher runter. So. Genau, und macht das Heimweh stärker. Ja, genau. Genau, das glaube ich schon auch. Also man muss sich da durchbeißen. Es ist eine fremde Situation, das ist auch nicht so leicht. Das sage ich auch, es wäre eine Illusion zu glauben. Klar, manchmal sind die Bedingungen so, dass es irgendwie ganz leicht geht. Manchmal ist es auch am Anfang ganz leicht und dann kommt die Krise erst nach einer Weile, zum Beispiel in den Ferien. Das ist also ein Zeitpunkt, der ist gar nicht so einfach oft, weil dann diese Struktur durch die Schule, die fällt erstmal weg und dann muss man seinen Tag selber gestalten und das ist, wenn man noch nicht so Fuß gefasst hat, ist das überhaupt nicht einfach. Also da wäre es gut, wenn die Familien sich was überlegen, wenn sie nicht, manche fahren, jetzt habe ich auch gehört schon von welchen, die jetzt auch dann wegfahren mit dem Schüler. Das ist natürlich was es, glaube ich, leichter macht eher. Ansonsten kann man ja wirklich in Hamburg viel machen, dass man sich was überlegt und gemeinsam mit dem Schüler plant und den manchmal auch so dann, so jetzt gehen wir einfach los, jetzt kommst du mit, ob du das im Moment so gut findest oder nicht, können wir hinterher gucken, ob es dir gefallen hat und so. Und also was am Anfang ja oft bei den Familien ist, der Gastschüler ist ein Gast. Aber er ist auch ein Familienmitglied. Also es ist ein bisschen eine paradoxe Situation am Anfang. Und Gasteltern trauen sich manchmal nicht, so richtig so elternmäßig zu sagen, so und jetzt machen wir das so und so. Ja. Oder jetzt begrenzen wir meinetwegen auch Handyzeit auf eine bestimmte Zeit. Und das würde ich nie rigoros machen, so möglichst. Aber
klare Regeln und Grenzen sind sinnvoll. Da darf man sich ruhig trauen als Gasteltern. Das ist für die Schüler manchmal eher leichter, auch wenn sie vielleicht erstmal komisch gucken oder irritiert sind, weil es eine Orientierung bietet. Und am Anfang hat man eben wenig Orientierung. Ja. Und das ist auch beunruhigend und schwierig einfach. Ja. Wir haben jetzt auch schon über Kommunikation gesprochen und Sprache ist auch schon aufgetaucht als Thema. Klar lernt man die Sprache schneller, wenn man eben mit den Menschen dann auch auf der Sprache spricht. Und es ist ja so, dass heutzutage in Familien häufig auch Englisch gesprochen wird. Dann ist das vielleicht erstmal leichter, mit dem Gastschüler, mit der Gastschülerin Englisch zu sprechen. Ja. Dann merkt man aber nach einem halben Jahr, okay, also irgendwann müssen wir auch. Wie ist das und ist das mit der Kommunikation? Ist das häufig ein Problem? Oder? Sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt Schüler, die sprechen auch schon etwas Deutsch, wenn sie herkommen und sind selber unglaublich ehrgeizig und lernen schnell. Manche sind auch sprachbegabter als andere, denke ich. Das ist einfach auch verschieden. Ja. Das mit dem Englisch ist sicher sehr wertvoll, wenn man sich noch gar nicht verständigen kann, damit man bestimmte Absprachen vor allen Dingen wirklich auch klar treffen kann und man auch sich verlassen kann, also dass man sicher auch ist, dass der Schüler das verstanden hat, das ist natürlich total wichtig. Aber man muss sich klar sein, dass es eben, auch wenn es umständlicher, mühsamer ist, für einen Schüler, fürs Deutschlernen besser ist, wenn man nicht zu viel am Englisch bleibt, sondern dann auch immer in Deutsch. Und viele Familien sagen dann auch, ja, wir machen das also auch doppelt sozusagen. Also erst auf Deutsch, dann nochmal auf Englisch oder dass das so und möglichst immer mehr dann auf Deutsch oder nur bei wirklich so zeitlichen Absprachen oder so da auf Englisch und sonst auf Deutsch, wenn es um eher so Alltagsdinge geht. Das muss man gucken. Aber man sollte sich dessen bewusst sein. Ja, wir werden gleich nochmal ein paar Fragen aus der Community beantworten, die ihr vorhin im Vorhinein gestellt habt. Ihr dürft aber auch, und das ist ja, weil wir live sind, auch möglich, uns gerne auch so Fragen stellen, die wir dann versuchen werden, auch nachher zu beantworten. Also schreibt da gerne was in die Chats bei YouTube und Instagram. Und jetzt lese ich nochmal eine vor, die im Vorfeld gestellt wurde. Und zwar gibt es bestimmte Richtlinien, nach denen man wechseln oder nicht wechseln darf. Also wechseln heißt, es gibt Schülerinnen und Schüler, die in Gastfamilien kommen und dann gibt es Probleme und dann werden die Gastfamilien gewechselt. Gibt es da Richtlinien, will jemand wissen? Also Richtlinien, also es gibt natürlich bestimmte Regeln bei AFS, aber eigentlich muss man das im Einzelfall entscheiden. Und natürlich wird es jeder Betreuer auch so ein bisschen anders machen. Ich finde es sinnvoll, wenn man versucht, ob es ohne Wechsel geht. Also dass man eine schwierige Situation versucht, anders zu klären. Also man muss vielleicht noch mal kurz zum Erklären, also du bist ja dann Betreuerin der Gastfamilie und der Gastschüler, die Gastschülerin hat auch eine Betreuung. Ganz genau. Und das sind dann sozusagen die Menschen, an die man sich auch wendet im erster Kontakt und sagt, okay, ich habe da ein Problem mit meiner Gastfamilie. Und dann, wie läuft dann so eine Kommunikation ab? Also dann, wenn das vom Schüler her an den Schülerbetreuer kommt und der mir zum Beispiel das sagt oder fragt, wie ist es, wie geht es denn der Familie oder so, oder wir das so auf der COSI, also der Komiteesitzung feststellen, da ist irgendwas schwierig, dann würde ich bei der Familie nachfragen, wie das aus der Sicht ist, also aus deren Sicht ist. Oft ist es eher umgekehrt, dass die Familie ein Problem empfindet und der Schüler, dem geht es eigentlich da ganz gut. Und dann mache ich das umgekehrt, dann frage ich den Schülerbetreuer oder die Schülerbetreuerin, wie ist das denn aus deiner Sicht? Und dann bieten wir ein gemeinsames Gespräch an. Das ist manchmal auch sehr fruchtbar, also auf jeden Fall finde ich sehr sinnvoll und da ist es eben auch wirklich gut, dass wir dann zu zweit hingehen. Also die Schülerbetreuerin, der Schülerbetreuer und ich oder wenn die Familie von jemand anders betreut wird, dass man das gemeinsam macht und versucht, ob man da nicht behilflich sein kann, weil oft sind es Missverständnisse, dass Dinge falsch überkommen sozusagen und dass nicht möglich ist, das selber klarzukriegen und ich als Betreuerin habe mehr Abstand. Ich kann das aus einer anderen Perspektive sehen und dann kann man gucken, wie man da weiter vorgeht. Und notfalls ist natürlich ein Wechsel möglich und manchmal auch wirklich sinnvoll.
Manchmal geht es nicht anders und dann ist es auch, ja, auch eine zusätzliche Möglichkeit, noch eine ganz andere Familie, ganz andere Ecke und so kennenzulernen. Das ist auch nichts Negatives, aber es ist auch schön, wenn man gemeinsam was Schwieriges durchsteht und dann doch irgendwie einen Weg findet. Das ist eine sehr positive Erfahrung, wenn das möglich ist. Nächste Frage, wie viel zusätzlich, und das ist auch, glaube ich, eine Frage, die jetzt vor allen Dingen potenzielle Gastfamilien interessiert, wie viel zusätzlich Kosten muss man als Gastfamilie einplanen? Also wir haben ja dieses, es gibt ja auch Organisationen, die Gastfamilien bezahlen, AFS macht das nicht. Mhm. Wir setzen da ganz auf das ehrenamtliche Engagement und die Möglichkeit, eben als Gastfamilie auch ein sehr spannendes und ereignisreiches Jahr zu erleben und einem Schüler zu ermöglichen, in Deutschland zur Schule zu gehen. Mhm. Ja, was wird bestimmt eine Frage sein, die dir auch manchmal gestellt wird, ne? Öfters auch. Also eigentlich ist die Gastfamilie nur für sozusagen Kost und Logis, also ein Bett und Essen. Mahlzeiten, genau. Zuständig quasi. Es wird ja manches auch von AFS übernommen, zum Beispiel, wenn der Schüler oder die Schülerin zur Schule mit dem HVV fährt, wird das übernommen und sprachkursanteilig. Ansonsten sollte der Schüler eigentlich ein Taschengeld haben. Manche haben das nicht, weil das in anderen Ländern zum Teil gar nicht so geregelt ist, sondern die müssen sozusagen bei allen Ausgaben, potenziellen Ausgaben ihre Eltern fragen. Dann ist das so. Also ich empfehle Gastfamilien, da möglichst offen mit den Schülern zu sprechen. Das ist nicht einfach, weil da manchmal komplett andere Vorerfahrungen und Vorstellungen sind, aber ich glaube, man kommt sozusagen nicht drum rum, ist, glaube ich, wichtig. Und ich sage auch Gastfamilien, bezahlt nicht mehr, als ihr euch wohl dabei fühlt. Also wenn man sehr viel für den Schüler bezahlt und dann aber das Gefühl hat, jetzt ist der eigentlich da undankbar und weiß das gar nicht zu schätzen, dann macht das ein blödes Gefühl. Und dann lieber eher weniger und der Schüler soll seine Eltern fragen, ob die anteilig eine Urlaubsreise zum Beispiel bezahlen oder irgendwie was. Das ist sinnvoller, gerade am Anfang, wenn man sich noch eher fremd ist. Und wenn sich das so positiv entwickelt, dann ist das ja auch leicht eher. Aber man kommt, glaube ich, nicht drum herum, das zu besprechen und sollte sich nicht scheuen. Es ist nicht so leicht, das Thema. Und das ist auch was, wo öfter auch Familien mich fragen, also Gasteltern mich fragen, ja, wie sollen wir denn damit jetzt umgehen? Und manches auch völlig anders sich anfühlt, als die das eigentlich gewohnt sind, wie sie selber mit ihren eigenen Kindern damit umgehen und so. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Wir haben im Vorgespräch auch über ein anderes Thema noch gesprochen und das war indirekte Kommunikation bzw. die Notlüge, haben wir das so ein bisschen genannt. Das ist etwas, was wir auch aus dem Schüleraustausch kennen, also die Menschen, jungen Menschen, die mit uns im Ausland gehen, die werden ja auch vorbereitet ein bisschen, je nachdem, in welches Land sie kommen und da gibt es eben unterschiedliche Umgang mit Kommunikation. Ne? Vielleicht magst du dazu noch was sagen, was heißt das, die Notlüge und wie sie bewertet wird von unterschiedlichen Menschen. Ne? Das war so ein bisschen das Thema. Ja. Das ist in anderen Ländern zum Teil gänzlich anders als in Deutschland. So ein direktes, offenes Aussprechen von Kritik, das zum Beispiel, also das ist für viele Gastschüler ganz ungewohnt. Und das muss man mit einplanen. Das heißt nicht, dass man es dann anders machen soll, aber man muss mit einplanen, dass der Schüler da erstmal irritiert ist und das nicht, also das möglicherweise falsch verstehen kann. Ich habe zum Beispiel auch mal erlebt, dass eine Gastschülerin, wenn die Gasteltern miteinander gesprochen haben, hatte die das Gefühl, die streiten sich, weil die einfach so ein bisschen lauter dann auch so einen Wortwechsel hatten und die war völlig im Grunde verängstigt und hat das gar nicht richtig verstehen und einordnen können. Damit muss man rechnen, dass das wirklich sehr unterschiedlich ist und das auch mit der Frage, wie das mit der Ehrlichkeit, mit der Wahrheit ist. Auch das ist in anderen Kulturen ganz anders. Und ich habe schon manchmal, da war ich manchmal richtig traurig, dass Gasteltern ganz
empfindlich reagiert haben und das Gefühl haben, der Schüler hat sie angelogen. Und wir haben dann immer versucht klarzumachen, dass das für den Schüler die einzige Möglichkeit war, aus dieser Situation irgendwie herauszukommen. Dass das direkt nicht möglich war für denjenigen, dass der das aus seiner eigenen Kultur so kennt. Und ich versuche dann immer klarzumachen, dass man versuchen sollte, das mit einzuberechnen, dass das nicht böse Absicht meistens ist, natürlich. Gibt es das auch mal? Habe ich, glaube ich, nie erlebt. Zumindest war es nicht klar, was es letztlich war. Manche Fragen kann man nicht klären, manches muss man vielleicht auch so stehen lassen und dann aber sagen, so und so möchte ich das. Das und das ist mir wichtig. Absprachen, also wenn du später kommst, musst du Bescheid sagen, das geht nicht anders. Und warum jetzt jemand dann zu spät kam, also da würde ich auch nicht versuchen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern das einfach so auch ja, zu gucken. Und ja, eben, also es ist oft kein böswilliges Anlügen. Das ist so meine Erfahrung. Es kommen noch zwei Themen, die, glaube ich, für manche Gastschülerinnen und Schüler so ein bisschen schwierig sind. Das eine ist das Thema Schule. Und das andere ist das Thema Haushalt und beides hat irgendwas mit Pflicht zu tun. Und manchmal sind genau. Im Alter, in dem man so als Gastschüler und Schüler ist, Sachen, die mit Pflicht zu tun haben, die sind manchmal schwierig. Da muss man dann als Gasteltern ja auch umgehen. Ne? Also natürlich die Schülerinnen und Schüler, gilt natürlich die Schulpflicht und die müssen zur Schule. Ganz genau. Und sollten sich natürlich auch, wenn möglich, irgendwie in der Familie einbringen. Und da hast du ja erzählt, dass da ganz oft auch nicht oft, aber häufiger auch passiert, dass die eben auch ganz anders, also andere ja dann mal eher zu Hause eher weniger mithelfen und dann hier vor neue Aufgaben gestellt werden. Genau, genau. Wie vielleicht mal so in Richtung, also auch schon gerade so ein bisschen angeklungen, Regeln, also wie stelle ich Regeln auf oder wie ist da dein Eindruck? Das ist sehr wichtig mit den Regeln und ich glaube auch, das fällt manchen deutschen Eltern schwer, streng zu sein. Aber viele Schüler kommen eher aus Kulturen oder Ländern, wo es viel strenger zugeht als hier. Das heißt, das ist für die Schüler eher vertraut, wenn was Strenges ist, auch wenn sie das nicht so gut finden. Dann wissen sie, wo es lang geht. Und man kann dann, also gerade am Anfang, rate ich eigentlich Eltern, seid lieber am Anfang strenger, auch gerade mit dem Nachhausekommen, weil ihr habt auch eine Verantwortung. Das ist real, ist das einfach so. Und wenn man sich nicht kennt, kann man das nicht einschätzen. Bei den eigenen Kindern kann man es natürlich einschätzen. Die kennt man schon immer. Und da weiß man, kann man sich darauf verlassen, auf das, was die sagen und das weiß man bei jemand Fremden nicht und da braucht man auch nicht so tun, als sei das nicht so. Also man darf ruhig strenge Regeln aufstellen und wenn man merkt, es läuft leicht, dann kann man die ja auch dann so ein bisschen wieder abschwächen oder so. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit auch offen umzugehen und das auch ganz klar zu erklären, zu sagen, wir haben eine Verantwortung, wir möchten wissen, wo du bist, wir möchten auch telefonieren, wenn du irgendwo anders übernachtest bei Schulfreunden. Das ist etwas, da kann man auch wirklich zu stehen, finde ich, als Gasteltern. Und dass man da auch besorgt ist, das ist sehr legitim. Und dass man auch zum Beispiel mit Lehrern Kontakt aufnimmt, wenn man sich nicht sicher ist, na, waren die jetzt wirklich, war der in der Schule oder nicht? Das ist eine, natürlich ist es eine Kontrolle, aber es ist ja eine Kontrolle eigentlich im Sinne des Schülers. Und eben, man hat in dem Alter nicht unbedingt Lust, vielleicht in die Schule zu gehen. Und manchmal ist es aber auch sinnvoll, da auch geduldig nachzufragen. Manchmal kommen ganz andere Sachen raus. Manchmal kommt auch raus, dass die sich aus Gründen in der Schule gar nicht wohlfühlen, die man vielleicht verändern könnte. Also viele Schüler wollen zum Beispiel gern in die Klassenstufe 11, weil da sind dann eher die Gleichaltrigen und 10, ja, was will ich bei den Kleinen? Manchmal ist das aber leichter, weil da noch ein Klassenverband ist, wo es einfacher ist, reinzukommen. Und wir hatten schon Beispiele, wo Schüler gewechselt sind von der 11 in die 10 und sich dann viel wohler gefühlt haben. Also das einfach als Beispiel dafür, dass man das nicht wissen kann. Man muss wirklich nachfragen und jemand geht vielleicht nicht gern in die Schule, weil es da auch echt blöd ist.
es gibt Gastschüler, die haben erlebt, dass die Lehrer blöd waren, sich nicht interessiert haben und auch die Klassenkameraden nicht, also eigentlich sollte der Lehrer vielleicht auch die Klassenkameraden ermuntern, ein bisschen was zu machen mit dem Austauschschüler. Es gibt auch Schulen, da läuft es super, da gibt es so Mentoren, also wo dann derjenige kriegt jemand an die Hand, der ihm alles zeigt und so, super, also das macht es natürlich leichter. Und wenn das nicht ist, also viele Schüler trauen sich nicht zu kommen und zu sagen, das und das und das ist nicht gut oder das und das und das verstehe ich überhaupt nicht, wieso läuft das so, das ist doch merkwürdig, kenne ich so gar nicht, sondern die trauen sich das nicht unbedingt. Also entweder sind sie eh schüchtern oder sie nehmen das persönlich, meinten, sie müssten es irgendwie lösen können und da sollte man als Gastfamilie versuchen nachzufragen oder sonst dann, dass der Schülerbetreuer nachfragt, das ist auch sehr hilfreich und dann kann man rausfinden, was ist denn hier eigentlich los. Manchmal kann man es nicht rausfinden, aber dass man es versucht. Wir haben ja gerade aufgerufen, ich weiß jetzt nicht, ich nehme auch einen Schluck Wasser. Sind Fragen gekommen? Dann könnten wir jetzt eine Frage beantworten. Es kam eine Frage, warum gibt es keine einheitlichen Richtlinien? Zum Beispiel bei uns hat sich noch kein Familienbetreuer gemeldet. Und ich finde das schade, sagt hier und auf Instagram. Genau, das ist eben, ich sage es kurz nochmal, also du betreust eben, hast jetzt in den letzten 4 Jahren 40 Gastfamilien betreut, was eine große Aufgabe ist und wir sehen das eben so, dass es ja auch toll ist, dass wir es ehrenamtlich machen, dass der richtige Weg ist und manchmal funktioniert es aber in eigenen Komitees nicht so gut und da gibt es Regionen in Deutschland, wo wir dabei sind, immer wieder Ehrenamtliche zu suchen und zu akquirieren und deswegen ist da der Betreuungszugang schwieriger, aber wenn du tatsächlich noch von keiner Betreuung gehört hast, dann ist der nächste Weg, dich bei uns in Hamburg zu melden. Genau. Und dann übernehmen wir das auch hier aus Hamburg und suchen jemanden. Also das ist nicht der Normalfall und da gibt es auch Möglichkeiten. Und gilt auch für Gastfamilien. Also du bist dann quasi die erste Ansprechpartnerin, dann gibt es aber auch die nächsten Ansprechpartner und die sitzen hier im Büro rund um die Uhr und sind dann auch für die Gastfamilien da. Also das ist dann so der Weg, das würde ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade noch zuschaust, aber melde dich gerne bei uns, kannst dich auch bei Instagram melden, dann melden wir uns zurück oder du rufst an unter der Hotline, die findet man auf der Internetseite. Gab es noch eine zweite Frage? Nee, gut. Dann wollte ich jetzt nämlich, also wir haben jetzt ganz viel über mögliche Konflikte gesprochen und über auch Lösungen von Konflikten und du hast auch immer wieder erwähnt, dass es manchmal in so einem Jahr auch darum geht, genau solche Konflikte auch auszustehen und zu überwinden und das auch ein Teil der Erfahrung ist. Was würdest du denn sagen, was ist das Besondere? Du hast ja mit vielen Gastfamilien gesprochen, was ist das, warum entscheiden die sich dafür und was nehmen die auch mit? Also viele, was mir als erstes einfällt, deren eigene Kinder waren oder sind selber mit AFS ins Ausland gegangen und sie sagen, ja, da möchten wir auch was zurückgeben und möchten auch umgekehrt, dass ein Kind aus dem Ausland auch hier die Möglichkeit hat und möchten da das halt ermöglichen. Ja. Also das ist für viele so eine Motivation und wenn es gut läuft, ist es natürlich etwas, was für beide Seiten total fruchtbar und anregend ist, weil die Gastfamilie lernt eben auch ein Stück aus einem fremden Land kennen. Jemand kommt mit seinen eigenen Erfahrungen und erzählt ja auch gern, die meisten Gastschüler erzählen, wenn sie das sprachlich können, auch gern von ihrer Heimat und manchmal bleibt ein Kontakt fürs Leben. Und das ist natürlich eine unglaublich spannende und anregende Sache dann, also was wirklich für beide Seiten einfach toll ist. Und wenn manchmal ergibt sich eben auch von wegen ehrenamtlich über das auch Lust an einer ehrenamtlichen Arbeit, weil eben, wenn Komitees nicht so gut aufgestellt sind, wenn da einfach im Moment weniger sind, die dafür Zeit haben, das ist ja auch eine Frage, hat man Zeit überhaupt dafür? Weil manchmal ist es auch zeitaufwendig und manchmal gibt es dann auch Krisengespräche am Tag vor Heiligabend und lauter so Sachen, wo dann gerade dann eben und dann
ist das dann manchmal auch nervig oder lästig oder auch die Komitee, die Kommunikation unter uns sozusagen im Komitee ist jetzt auch nicht immer nur einfach. Also das ist etwas, wo man miteinander redet und gut ist, wenn man irgendwas nicht versteht oder sich ärgert, wenn man nachhakt und nachfragt und dann kommt man vielleicht dann doch weiter. Ja. So. Schön. Ich würde euch wir haben noch eine Frage. Okay. Was ist die Besonderheit bei amerikanischen Schülern? Ah, die Besonderheit bei amerikanischen Schülern. Genau. Ja, je nachdem, wie das gemeint ist. Also es gibt ja auch dieses spezielle parlamentarische Patenschaftsprogramm mit den USA. Ich glaube, da kommt nächste Woche jemand. Nächste Woche werden wir das. Genau. Das ist tolle Überleitung. Nächstes Mal ist ein sogenannter PPPler bei uns, der dieses Programm gemacht hat und in den USA war. Ja. Also wenn da noch Bedarf besteht, dann ist das auf jeden Fall ein guter Termin, um einzuschalten. Ja. Und du wolltest aber noch was sagen, also Besonderheiten. Ja, sonst... Ich gehe eigentlich so ran, jeder hat eine Besonderheit. Also das kann man so nicht unbedingt sagen. Also ich weiß gar nicht, ob das nur für die sogenannten PPP-Schüler gilt oder für alle aus Amerika. Die sind in manchen Sachen, sind die Behörden strenger. Die wollen irgendwie mehr im Vorfeld von den Gastfamilien, Führungszeugnis und so Sachen. Mhm. Das vielleicht als Besonderheit. Aber ich denke, es gibt auch sonst Besonderheiten aus bestimmten Ländern. Okay. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel für die Schüler, die von hier ins Ausland gehen, auch länderspezifische Vorbereitungscamps, also Wochenenden. Genau. Und da werden die Besonderheiten dann jeweils auch mit Amerika oder eben anderen Ländern gesondert behandelt. Und andersrum und eben auch. Ne? Ganz also genau. Ganz genau. So eine Ländervorbereitung. Ja, ja. Wenn ihr noch eine Frage, okay. Ja, welche Schulform besuchen die Gastschüler in Deutschland? Welche Schulform? Ja gut, da ist Hamburg was anderes als in manchen anderen Bundesländern, weil Hamburg hat neben Gymnasien auch Stadtteilschulen und nicht wenige Austauschschüler gehen auf Stadtteilschulen. Also das habe ich schon öfter erlebt, aber sonst auch Gymnasien. Das entscheiden ja im Grunde die Gastfamilien, was erstmal wie so ein Ups, das müssen wir auch noch machen. Es macht es aber auch leichter, weil man kann sich dann an die Schule wenden, wo man vielleicht über die eigenen Kinder sowieso schon Kontakt hat. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, sind die im Büro, die da zuständig sind, auch gerne bereit, auch behilflich zu sein. Also das ist jetzt nicht der Punkt, aber das ermöglicht halt auch diesen Freiraum, da zu entscheiden, in welche Schule möchte man sinnvollerweise, dass das Austauschkind geht, das Gastkind geht. Ja. Ja. Also Stadtteilschulen oder Gymnasium, je nachdem. Dann würde ich, wenn ihr noch Erfahrungen gemacht habt in eurem Austauschjahr oder als Gasteltern von wo auch immer ihr uns zuschaut, würde ich euch ermutigen, uns die gerne mitzuteilen. Wenn ihr noch was zu sagen habt zum Thema, freuen wir uns auch darauf, dass ihr uns das nochmal schickt. Und sonst freuen wir uns natürlich auch darauf, dass ihr nächste Woche einschaltet, wenn, wie gesagt, Joey dann da sein wird, der ein PPP gemacht hat. Und dann bleibt mir noch übrig zu sagen, vielen Dank, Barbara. Vielen Dank für 4 Jahre ganz tolle Arbeit hier in Hamburg. Spannend. Für dein Engagement und für das Gespräch heute, das ich sehr aufschlussreich fand. Und euch da draußen noch einen schönen Abend und wenn ihr euch über das noch informieren möchtet, auch über das Gastfamilienprogramm, dann kann ich euch auch unsere Internetseite ans Herz legen. Da gibt es dann nochmal alles zum Nachlesen, afs.de. Vielen Dank und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.